Willkommen zurück beim VfL Osnabrück. Knapper Sieg gegen Schalke. Die Halbzeitwechsel waren wohl etwas verfrüht. Nochmal zwei Tore kassiert. Sonthofen 0-0 gegen Osnabrück hingekriegt. Schade. Bäumer ist zurück in der Reserve. Hat ein bisschen die Form steigern können. Seinem Pflichtspieleinsatz. Clichy fährt wieder auf die Bank zurück. Die Offensive ist top in Form. Da kann Bayer Leverkusen in die Arena in Osnabrück kommen. Das Saisonfinale steht vor der Tür. Noch zwei schwere Spiele gegen Leverkusen und Hoffenheim. Dortmund muss jetzt gegen Bayern ran. Auswärts. Könnten sie auch Punkte lassen. Leverkusen, direkter Konkurrent noch, vierter Platz. Das sind schon echt Rückstand. Auch richtige Konkurrenten sind die nicht. Es geht nur noch um Dortmund. Dortmund oder Osnabrück. Einer von beiden wird deutscher Meister. Robert Schul zweimal getroffen. Ich nehme an, eins davon war mindestens 11 Meter. Ich weiß es leider nicht mehr. Eine Nachricht haben wir noch vor dem Spiel. Für die Jugendabteilung Sinan Günes. Nein. Der ist zu schwach. So, Mannschaft. Ja, die könnten wir so lassen. Dolberg beginnt, klar. Ja, so fangen wir an. Auf geht's. Ins Spiel gegen Leverkusen. Sturm in Topform. Geht raus und spielt Fußball, Leute. Aber in den letzten Spielen hat Leverkusen immer ein Tor erzielt. Oh, Grafikfehler. Oh nein. Jetzt haben alle schwarze Trikots. Na, das mag was werden. Das wird schwierig, den heute zu erkennen. Aber ich mag jetzt deswegen auch nicht unbedingt neu starten. Leicht ruckelt sich wieder ein. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit. Erstes Foulspiel. Es wird schwierig zu erkennen sein jetzt, wer ist. Ich verstehe auch nicht, was hatte ich bisher noch nicht, dass die alle schwarz sind und so ein paar, bei ein paar geht's. Ich will nochmal ins Menü zu gehen, ob das was ändert. Nee. Bleibt dabei. Schönfeld. Durchgesetzt. Gibt einen Freistoß. Es schimmert so ein bisschen rot durch. Daran sieht man, dass es ein anderer ist. Und da. Auf die Außen zu Gießen. Gießen mit der Flanke. Und Dolberg macht's. Kasper Dolberg 1-0. Justin Gießen legt ihn auf. Schön über die Außen. Und da ist der Ball drin. Super gemacht. Jetzt wird es aber sehr laut in der Leverkusen. Wir sind ja in Osnabrück. Ups. Ups. In Osnabrück wird es natürlich sehr laut. Da machen die Fans Alarm. Schönfeld über rechts außen auf Dolberg. Dolberg mit der Chance. Mal gerade so geklärt. Schönfeld, nächster Versuch. Gießen bedrängt der Şanoğlu. Stark auf Gießen. Cool. Dolberg auf die Außen zu Schönfeld. Schönfeld setzt sich dadurch, kriegt den Ball aber nicht in die Mitte. Schönfeld arbeitet gut mal nach hinten. Und Presser hält ihn gut. Die linke Seite hat noch die richtigen Trikots. Schul. Ah, schade. Konnte aus dem Ballgewinn nichts machen. Aber jetzt Henrichs. Schönfeld auf Dolberg. Dolberg. Oh, schade, er kam nicht durch. Ich
Lionel heute wenig im Ballbesitz. Kriegt da kaum Bälle auf der linken Seite. Muss sie sich am Strafraum hinten abholen. Spielt dann leider einen Fehlpass. Luke auf Schubel. Dolberg. Da verliert er ihn. Henrichs. Sehr offensiv da. Sehr gut im Ballerwort von Stark. Luke verliert ihn wieder. Presser muss da mit den Fäusten hin. 1-0 zur Pause. Halten wir den Vorsprung. Oh, super Parade von Presser. Dolberg setzt sich gegen Ersten durch. An Jung scheitert er dann. An Lionel. Ich weiß jetzt nicht, wer es faul kriegt. Ja, Lionel fault hier. Und hat dann noch ein Handspiel begangen. Schönfeld Dolberg. Schön zu Schul. Schul. Ah, der schießt selber. Schade. ...1-0 zur Pause. Verdiente Führung durch Dolberg. Ja, was wechseln wir? Justin Giesen könnten wir rausnehmen. Dafür Fred MC bringen. In der Abwehr könnten wir Clichy bringen. Und Kehrt könnte noch kommen. Kehrt hat länger nicht gespielt, der kommt für Süller. Und für Finn Stark kommt Clichy. Oh, jetzt habe ich die Spielergespräche vergessen. Kann passieren. Ist aber sehr ärgerlich, weil das sehr viele positive Boni bedeutet. Allein die Fitness durch den Masseur. Sehr ärgerlich, dass ich es gerade vergessen habe. Höku. Schade. Armand hilft da hinten mit, aber er kommt vorbei und macht den Ausgleich. Joel trifft. Schade, schade. Kehrt überlaufen. Dolberg auf Füllkrug. Da erobern sie den Ball. Füllkrug auf die Außen. Schön zu Schönfeld und er kommt nicht ran an den Ball. Was das denn für eine Aktion gerade? Çanakkale, gelbe Karte. Tar auf Dolberg, Füllkrug im letzten Moment gestoppt. Gerd, Armand, findet Füllkrug nochmal gute Freistoßposition. Tilica trifft für Leipzig, unser Ex-Spieler. Und Schul mit dem Freistoß leider in die Arme von Radecki. Chance für Leverkusen. Nochmal eine Ecke. Dolberg mit dem Konter wird gefoult. Das war eigentlich... Er wäre fast durch gewesen. Da wäre noch ein Spieler gewesen, der rankommen hätte können. Ta, mit der Flanke. Leider der Ballverlust, aber Schönfeld. Nächster Versuch. Dolberg knapp daneben. Was war das denn für eine Aktion von Schul gerade? Eine Flanke da zum linken Abwehrspieler. Lionel auf Schul. Dolberg. Zurück auf Schönfeld. Schönfeld. Schade. Das war knapp. Fast das 1-2 für Bayer Leverkusen. Çanakkale. Cool. Auf Schönfeld. Der Konter läuft. Dolberg. Riesenchance für Füllkrug. Und er macht das Tor nicht. Mensch, Füllkrug.
Ski, weiter Ball. Gerhard holt ihn zurück. Fred MC zur Schule, wird gestoppt im Mittelfeld. Nochmal eine Chance für Leverkusen. Nein, Presser hält. Kriegen wir nochmal einen Angriff zustande. Füllkrug. Wird nicht gestoppt. Füllkrug, weiter am Ball. Letzten Moment. Aber nochmal Lionel, über den Flügel. Wieso steht ihr da nicht, Jungs? Das kann auch ein Beleuchtungsding sein, weil jetzt ist die andere Seite, die hell gestrahlt ist. Ich hoffe, das ist nicht bei jedem Spiel so. Schuhe mit dem verdreckten Versuch. Das war's. Nur unentschieden gegen Leverkusen. Schade, schade. Chancen nicht genutzt. Leverkusen hat aber auch gut dagegen gehalten. Wieder in der zweiten Halbzeit. Hier nochmal das Tor. Wunderschön gemacht von Dolberg. Aber auch gute Flanke von Gießen gewesen. Ja, und hier einmal nicht aufgepasst. Da ist es zu spät. Gegen die Latte. Auch das Aluminium hat hier wieder mehr verhindert. Schade, schade. Presser mit einem sensationellen Spiel. Füllkrug heute nicht so gut. Gießen, Vorlage zum Tor. Gut gemacht. Bei Leverkusen war hier mit dabei. Durch den Sieg von Dortmund wieder nur ein Punkt Vorsprung. Es bleibt spannend. Dortmund konnte nämlich gegen Bayern 4:2 gewinnen.